ja, ich weiß ja gar nicht, wie es Ihnen jetzt geht. Ich sitze da hinten und ich bin noch total aufgewühlt. Das hat mit der Musik zu tun. Musik macht immer was mit einem. Geht Ihnen das auch so? Also der Gesang ist wirklich unfassbar. Jetzt muss ich mich ein bisschen runterkriegen und Ihnen von dem Buch erzählen, das ich mitgebracht habe heute. Es wird nicht lustiger, ich verspreche das. Okay, ich höre gerade, wir haben auch noch lustige Sachen geplant. Ich glaube, das ist ganz okay. Ich finde das Buch, was ich mitgebracht habe, ganz hervorragend und habe mich jetzt auch wieder ein bisschen gefasst. Also, ich habe mitgebracht von Jaka Kurbsova, Marschlande, erschienen im S. Fischer Verlag. Die beiden Geschichten in diesem Buch spielen, wie der Titel schon sagt, in den Marschlanden. Das ist so eine Gegend um Hamburg, vor Hamburg. Und die beiden Geschichten sind zwei Frauengeschichten und die spielen zu unterschiedlichen Zeiten, sind miteinander aber verschränkt. Es gibt einmal die Geschichte von Britta. Britta lebt heute, ist eine klassische, moderne Frau in einem klassischen Setting, irgendwie mit Mann und zwei Kindern, zieht die aufs Land raus und ihr ist nicht wohl dabei. Also ihr gefällt das neue Haus nicht, die Freunde sind weit weg, die Landschaft ist karg. Die Kinder brauchen sie kaum noch, der Mann ist ständig auf der Arbeit. Und sie wandert durch diese Marschlande und irgendwie korrespondiert diese Landschaft so mit ihr. Also dieses Spröde, dieses Winterliche. Und sie läuft über eine Straße und dann stellt sie fest, dass dort ein Weg, also ein Straßenname auf einem Schild ist. Und da steht Abelke Blekenring drauf. Und da wird ihr Interesse geweckt, Abelke Bleken, wer ist das? Und sie fängt an, sich zu erkundigen und lernt über diesen Weg, sich für Abelke Bleken zu interessieren, neue Frauen kennen in diesem Ort, in dem sie wohnt, Frauen, die einen Geschichtsverein betreiben und die sich mit der Geschichte von Abelke Bleken beschäftigt haben. Abelke Bleken wiederum ist eine historisch verbürgte Figur, die hat im 16. Jahrhundert auch in den Marschlanden einen Hof alleine bewirtschaftet. Und sie hat das sehr erfolgreich getan, ist in dieser Ortsgemeinschaft auch angesehen und erfolgreich. Und es kommt ein großer Sturm. Es gibt über mehrere Tage, wird wild darum gestürmt und alle haben ihre Tiere in Sicherheit gebracht und alles festgezurrt, was nicht nied- und nagelfest ist. Und es hört nach 3 Tagen wieder auf und alle denken, ja gut, das war's jetzt, lass die Tiere wieder raus. Abelke Bleken guckt zum Himmel und sagt, nee, ich glaube es nicht. Ich glaube, ich warte noch mal ein bisschen. Und damit soll sie ganz schrecklich recht behalten, weil der Sturm kommt wieder mit einer wahnsinnig massiven Zerstörungswut und es sterben wahnsinnig viele Menschen, Tiere nebenbei auch noch und der Deich geht kaputt. Sie ist jetzt diejenige, die eigentlich alles richtig gemacht hat und die ganz gut da rauskommt. Ihr Weizen und ihr Roggen ist trocken, die Tiere sind noch da. Und die Neider sind schon auf dem Plan. Und was mit Frauen passiert, die irgendwie erfolgreich sind, das lesen Sie da. Sie haben das Wort Hexenprozesse sicherlich schon gehört. Und das Schlimme an dieser Geschichte ist tatsächlich auch mal wieder sich bewusst zu machen, dass diese Verfolgung und diese schlimmen Prozesse und diese Tötung von Frauen als Hexe gar nicht so sehr kirchlich sind und gar nicht im Mittelalter stattgefunden haben. Das war alles Neuzeit und es waren alles weltliche Gerichte und es ging viel um Land. Ich habe mich während des Buches ein bisschen gefragt, wie kann man zwei solche unterschiedlichen Geschichten so nebeneinander stellen und so ein bisschen so tun, als wären die irgendwie gleichwertig in ihrer Dramatik. Aber sie, Kurbsova, macht einen wahnsinnig tollen Twist. Sie hat nämlich ein Nachwort geschrieben und das müssen Sie wirklich lesen. Das ist nur 7 Seiten lang und das erklärt uns heute, wie mit diesen Hexenprozessen und diesen Enteignungen, die sie wütend machen. Also wenn sie irgendwas an die Wand schmeißen wollen, bitte gleich, ja. Das macht einen so wütend und es ist doch aber die Basis für alles, was wir heute auch als patriarchalen Kapitalismus sehen. Das leitet sie her und das ist, finde ich, muss man einfach mal richtig lesen. Ich kann es nicht so gut erklären. Also, Jaka Kurbsova, Marschlande im S. Fischer Verlag. Vielleicht wird es ja Hanau liest ein Buch, das finde ich toll. Danke.